Mit Volldampf nach Berlin. Das ist das Ziel der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL. Deshalb kamen gestern viele Bauern am Auerberg zusammen. Sie alle haben die derzeitige Agrarpolitik satt, denn viele Betriebe fürchten um ihre Existenz. Und es liegt an den falschen Rahmenbedingungen, die in der Agrarpolitik gesetzt worden sind, dass man eben nur flächenstarke Betriebe fördert und vergisst, dass auf den bäuerlichen Betrieben mit Viehhaltung viele Menschen beschäftigt sind, die eigentlich am Bach runtergehen, muss man jetzt wirklich so sagen, weil da Arbeit nicht bewertet wird. Es wird Arbeit auf bäuerlichen Betrieben einfach nicht gewertet. Und das kann man am Markt nicht erwirtschaften, weil die Preise künstlich ja niedrig gehalten werden. Deshalb hat die ABL zu einer Sternfahrt aufgerufen. Ihr Ziel, das Kanzleramt in Berlin. Die Strecke fahren die Bauern ganz auf ihren Traktoren. Zeitgleich macht sich auch eine Gruppe Krabbenfischer von der Nordsee aus auf den Weg. In den kommenden Tagen brechen weitere Bauern von Hessen und Mecklenburg-Vorpommern auf. Sie alle fordern eine tiergerechte und ökologische Landwirtschaft. Dafür soll die Politik die Weichen stellen. Sie soll vor allem für eine bessere Verteilung der Agrargelder sorgen. Diese sollen nicht mehr nach Fläche, sondern nach Arbeitskraft verteilt werden. Die ABL wird bei ihrer Fahrt auch vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter unterstützt. Satt haben wir, dass einseitig einfach immer größere Einheiten gefördert werden, bevorzugt werden. Es muss so sein, dass alle eine Chance bekommen und dass weiterhin regional gesunde Lebensmittel erzeugt werden können. Die Vielfalt erhalten bleibt. Es hilft uns überhaupt nichts, wenn ständige Fusionitis immer größere Molkereien hervorbringt. Die Leute wollen es nicht, wir wollen es nicht. Und die Botschaft wird in Berlin ankommen und wird dort auch der Kanzlerin, der Frau Merkel, dann entsprechend rübergebracht werden. Mit Volldampf ankommen wollen die Bauern dann am 9. Juni. Dann wird sich zeigen, wie weit die Politik bereit ist, umzudenken.